Boxern alles ab. Sie müssen hier und heute an ihre Grenzen gehen und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Ja, aber die Luft wird eben jetzt Richtung Weltspitze immer dünner. So ist es. Rechte wieder durchgekommen von Teibel. Aber der Aufwärtshaken auch von Uljakiewicz. Also ja, der bleibt brandgefährlich. Das Ding hat es in sich. Absolut, hier muss er aufpassen. Aber er bleibt dran, das ist auch richtig so. Er ist der Herausforderer, er muss den Kampf machen. Ja, bislang hat er seine Linie hier durchgezogen, nicht einmal davon abgegangen. Vitali Taibert auch richtig und der rechte wieder knackig zum Kopf. Ein schöner Treffer. Mal die rechte. Ah, schöner Schlagabtausch. Ja, wenn sie da so miteinander losgehen, dann hat Vitali Taibert meistens immer ein, zwei Fäuste mehr anziehen. Er ist hier und heute in diesem Gefecht auf jeden Fall der variablere, der explosivere Mann. Was ich ja nicht ganz kapiere, Gina, ist, wenn man so viel schon an den Kopf bekommen hat, dass man dann die Deckung nach wie vor hängen lässt. Also irgendwie ist es ein bisschen leichtsinnig. Ja, mit Sicherheit ist es leichtsinnig. Aber nach 7, 8 Runden ist der Körper natürlich auch schon ermüdet. Und ja, da fällt es dann auch schwer, die Deckung zu halten. Interessant auch, Guljakiewicz steht, setzt sich nicht hin in Ringpausen. So, hier nochmal diese Aufwärtshaken. Dann die rechte von Taibert. Seconds out. Ringfreie Runde 9. Oh, klassischer Kampf. Absolut. Also der Aufwärtshaken von Guljakiewicz, das ist ein Paradeschlag. Und so allzufrieden ist Guljakiewicz Trainer Buchtanovic nicht. Das hat man gesehen. Direkt wieder guter Start hier, vor allem Vitali Taibert. Begrüßt den Weißrussen mit einer Links-Rechts-Kombination. Das sind eben auch Kämpfe nach dem Geschmack des Publikums. Schöne Rechte von Vitali Taibert. Das ist von der ersten bis zur letzten Minute spannend. Aber wer an die Weltspitze möchte, der muss auch solche Kämpfe bestehen. Ja, Guljakiewicz schlägt sehr viel, aber eben auch auf die Deckung von Vitali. Ja, die Sache vor, ist sie dicht. Kann natürlich nicht alle Schläge vermeiden, aber sehr, sehr gute Kampfführung von Taibert. Ja, natürlich kann er nicht alle Schläge vermeiden, denn er muss ja nach vorne gehen. Er muss angreifen und wenn man angreift, dann öffnet man sich auch automatisch. Aber seine einzigste Chance. Ja, ab und zu auch mal eine Innenhand dabei bei Guljakiewicz. Ja, ein schöner Treffer von Guljakiewicz. Jetzt muss Vitali wieder zumachen. Ja, noch ein Phasenbluten. Ah, die Haken, die haben es in sich. Das muss man ganz klar sagen. Step back. In der Halbdistanz sehr gefährlich. Kann sich nie sicher fühlen. In der Runde ist Guljakiewicz ganz stark zurückgekommen. Step back. Box. Oh, nochmal zweimal die linke zum Kopf von Taibert. Ja, scheint sich in dieser Runde gefangen zu haben, der Weißrusse. Ich hoffe es nicht, dass das auf konditionelle Probleme von Taibert zurückzuführen ist. Ja, das wäre fatal. Das wäre auch sehr, sehr schade. Drei Runden hat er noch vor sich. Drei Runden,
die meiner Meinung nach immer noch entscheidend sind. Absolut. Denn Vitali Taibert, auf meinem Punktzettel muss ich sagen, geht er ganz leicht in Führung. Aber er kann sich noch nicht sicher fühlen. Back! No holding. Okay, okay. Ja, war wieder eine bessere Runde jetzt für den Weißrussen. Ja, diese Runde, denke ich, die wird Vitali Taibert abgeben müssen. Hier nochmal eine Rechte. Gut zum Kopf durchgekommen von Bujakovic. Das war direkt am Anfang der Runde. Und dann ja, hier da diese linke. Der Konter. Hat er Glück, dass er nicht voll trifft, eher so ein Wischer ist. Da war ein Mann. Wir haben noch zwei Runden. Wie viele hast du Erfahrung? Da war drei Runden zusammen. Ja, dabei, sagt Magomed Shapovalov. Das heißt so viel wie, los geht's, auf geht's. Er muss weiterhin den Kampf machen. Ja, naja, wild entschlossen, da sieht man seine Augen an. Ja, er darf auch jetzt von seinem Weg nicht abkommen, die letzten drei Runden. Er weiß, dieser Kampf steht auf des Messers Schneide. Cut bei Taibert. Accidental Cut, sagt er. Unabsichtlich mit den Köpfen zusammengerauscht. War es Gott sei Dank nicht unter dem Auge, glaube ich, sondern rechts an der Stirn. Oder man sieht es nicht genau, aber es läuft. An der Augenbraue. Ja. Und ich hoffe, die Sicht von Vitali wird jetzt nicht behindert oder dass ihn der Cut jetzt aus der Bahn wirft. Muss jetzt konzentriert bleiben, darf seine Linie auf keinen Fall verlieren. Aber man sieht, es behindert ihn. Naja. Das Blut läuft. Christoph Busch hat sich schon bewaffnet mit allen möglichen Mittelchen, um die Blutung zu stillen, aber Runde geht noch eine Zeit lang. Und Vitali hat auch jetzt etwas die Linie verloren, aber er kämpft. Zweimal der Aufwärtshaken, nochmal schön jetzt vom Taibert. Aber da muss er aufpassen. Kuljakovic wittert jetzt natürlich seine Chance. Setzt alles auf eine Karte, kassiert aber da auch einen rechten Treffer von Taibert. Der kämpft, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Aber er wirkt so leicht irritiert, das merkt man. Cut hat ihn so ein bisschen hier aus der Bahn geworfen. Ja, schöne Aktion jetzt wieder. Schöne Aktion von ihm. Und mit solchen klaren Treffern kann er eben auch eine Runde gewinnen. Holding. Ja, Guljakovic fängt jetzt an zu klammern. Das ist auch ein Zeichen von Erschöpfung. Schöne Kombination von Guljakovic. Ich glaube, Taibert ist jetzt froh, wenn die Runde rum ist, sich da erstmal behandeln zu lassen. Er ist froh, aber er hat, gut gekämpft. Er hat sich durchgebissen. Und auch das zeichnet die Boxer an der Weltspitze aus, dass sie sich durchbeißen. Wie sieht es denn auf deinem Punktzettel aus, Regina? Oh ja, also das ist eine ganz enge Geschichte. Aber ich sehe es so, dass Vitali mit ein, zwei Punkten bei mir auf den Punktezetteln vorne liegt. Denn für mich hat er die explosiveren, die klareren Treffer. Oh, da haben wir es gerade mal gesehen hier, dieser Kopfstoß. Ja, war unabsichtlich, war kein Kopfstoß in dem Sinn. Sind beide zusammengerauscht auf dem Weg nach vorne. Ja.
Also ein recht ausgeglichenes Gefecht. Wie gesagt, Guljakovic der aktivere Mann und Taibert für mich mit ganz, ganz leichten Vorteilen. Weil er eben die klaren Treffer gesetzt hat. So ist es. So, zwei Runden noch. Spannender kann es kaum sein. Ja, jetzt kommt es drauf an. Viel Arbeit da ist für Christoph Busch. Blutung erstmal gestoppt. Aber kann natürlich schnell wieder aufgehen, der Cut.